drüber müde, oder was? Marc, du kannst ihm jetzt gerade mal Kopfhörer anlegen. Und dann lassen wir gerade los mit dem Bodycheck also 2.0. Deine Lieblingsband, das Dreieugster. Kannst du ein bisschen schleifen, Schöle? Hörst du mich noch? Noah? Noah? Er hört nichts mehr, oder? Noah? So, Marc, drei Fragen zuerst an dich und dann schauen wir mit dem Noah, wie viele gemeinsame Antworten ihr habt. Warum drehst du die Rückennummer 65? Das trage ich, weil mein Bruder 56 geht oder auch, weil meine Mutter Jahrgang 65 geht. Was macht der Noah immer vor dem Spiel? Er ist immer der Erste im Two-Touch, also im Fußballspiel. Und ja, und ist auch der Letzte, der wieder geht. Ja. Also er ist praktisch nur am Fußballspielen vor dem Match. Wer übernimmt die Initiative, wenn es um den Ausgang geht? Also, es ist eben schwierig, er geht so selten in den Ausgang, und, aber ja, ich muss ihn wirklich, also Ibis, weil ich muss ihn wirklich überschnorren, wenn er kommt. Und wo sind ihr denn zuletzt gsi? Zuletzt einfach gemütlich in einer Bar, wo man auch zusammen reden kann. So, jetzt darfst du Noah wiederholen. Noah! Kannst du mir die Kopfhörer wieder geben? Ja, Noah, du kannst sie jetzt wieder abziehen. Schön, bist du zurück, Noah. Die gleichen drei Fragen auch an dich. Warum trägt der Marc die Nummer 65? Boah, ich denke, das Zahlenspiel eben mit seinem Bruder, also 65, 56. Und vielleicht hat es irgendwie auch noch Grund, dass Jahrgang vom Vater oder Mutter, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wer jetzt? Vater oder Mutter? Ja, ich denke, der Marc ist auch eher Mutter, in diesem Fall Mutter. Das stimmt. Ist so, nicht? Ja, der Dino ist nicht ganz putzt, der ist der Vater. Noah, was machst du immer vor dem Spiel? Ja, shooten sicher. Richtig. Solange es geht. Ja, genau. Wer übernimmt die Initiative, wenn es um den Ausgang geht? Ja, ich denke, das ist eher der Marc. Also. Aber er ist auch eher so ein bisschen gemütlich und ich würde eigentlich ab und zu mal noch gerne ins Tanzbein springen, aber Wo sind ihr denn das letzte Mal zusammen gewesen? Ja, das war glaube ich auch gemütlich in einer Bar. Habt ihr beschissen oder kennt ihr euch so in- und auswendig? Die Antwort ist ja verblüffend ähnlich. Ja, wir sind ja fast Brüder, oder? So, Jungs, alles richtig, unglaublich. Habt ihr so ein Resultat erwartet? Ja, ich finde. Überraschend sehr gut, ne? Sagst du? Ja, also alles andere wäre enttäuschend gewesen. Also ich kenne sie da anders, oder? Kennen uns schon recht gut. Ne? Gehen wir essen, Noah. Also, gehen wir. Ja, so. Wir fingen eh alles raus. Das wird schwierig. Ja. Das ist es. Ja, wenn wir das letzte Mal im Ausgang waren. Oh je, yeah, was hast du gesehen? Gemütlich in einer Bar. Jungs, ehrlich. Wenn ihr schon bescheisset, dann lasst euch nicht verwutschen. Das gibt einen Punktabzug.